Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Hier soll Mercer irgendwo in der Nähe sein. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Das muss ihr Schwarm sein. Wir müssen uns ruhig verhalten, um sie nicht auf uns aufmerksam zu machen. Wartet! Ich höre etwas. Bringen wir es hinter uns. Bleib hier. Die ewige Ruhe. Hey, hey, hey. Wir alles nicht mitnehmen, weil wir leider zu viel. Ernsthaft? Verhaltet euch so still, wie ihr könnt. Die Fallmeermücken. Meine Güte. So. Selbst die Fallmäher haben nicht die Schmerzen verdient, die diese Vorrichtungen ihnen zugefügt haben müssen. Die Zwerge waren ein grausames Volk. Ja, jetzt haben wir zu viel. Ich würde sagen, dann nehmen wir noch ein bisschen Essen zu uns. Wir trinken einfach mal Wein, Wein, Wein. Und dann sollte das... Huch. Dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Jetzt vorsichtig weiter hier. In dieser Kammer gibt es eine Menge Fallmäher. Wir können hindurchschleichen oder sie ausschalten. Mir ist es einerlei, solange wir zu Mercer gelangen. Ja, was ihr auch tun wollt, wir sind bei euch. Das sind sehr viele. Oh oh, das sind zu viele. Das sind zu viele, das wird so nichts. Das wird so nichts. Wo haben wir was für die Energie? Da. Oha. Ich beanspruche eure Seele für Nocturnal. Woppala. Hier, fress Feuer! Ei, ei. Das war... doch ein bisschen heftiger als ich. Oh, Moment, Moment, Moment. Der hatte einen Trank der Heilung, den nehmen wir mit. Das ist genau wie früher. Okay. Um.
Einmal heilen, einmal speichern und weiter. Ich kann Wasser durch diese Rohre fließen hören. Wir müssen uns unterhalb eines Sees befinden. Weiß man ja, unterhalb von See sind immer Rohre, damit das Wasser im See auch nicht steht, ne? Klar. So was weiß man ja. Genug geredet. Jetzt kommt die Schmerz. Boah, ich dachte schon, wir hätten mehr Song gebraucht. Ich weiß nicht, die sind nicht besonders helle. Das sind Scheißviecher. So. Ich kann Wasser durch diese Rohre fließen hören. Wir müssen uns unterhalb eines Sees befinden. Das Thema hatten wir ja gerade. Eieiei. Ich beanspruche eure Seele für Nachtgemeinde. So. Zack. Yay. Okay, der da hinten hat uns noch nicht gesehen. Gucken wir erstmal, was in der Truhe drin ist, wenn wir die aufkriegen. So. Mit etwas Glück ist dies Mercers letzter Tag.
Das klingt jetzt hart. Mit etwas Glück ist das sein letzter Tag. Das sind Scheißviecher, die da, oha, meint. Verbrechen ist eine Sache, Mord eine andere. Mercer wird sich dafür verantworten müssen. Seid vorsichtig. Wir können nicht wissen, was sonst noch in diesen Mauern lauert. Das kommt mein Problem. Nein! Ich wollte einfach wegrennen. Ich hatte keinen Bock auf die und dann sind wir tot. Ich hau einfach ab. So, keine Lust auf die. Und er hat uns noch nicht gesehen. Brynjolf, behalte die Tür im Auge. In Ordnung, Mädchen. An mir kommt niemand vorbei. Kletter den Vorsprung dort hinab und zieh doch her. Kali, wann werdet ihr endlich lernen, dass ihr mich nicht übers Ohr haut? Wir können nichts machen, okay? Als Brynjolf euch zu mir brachte, glaubte ich zu spüren, wie der Wind sich plötzlich drehte. In diesem Augenblick wusste ich, dass es so enden würde. Mit einem von uns beiden vor der Spitze einer Klinge. Was hat Kalia euch in den Kopf gesetzt? Geschichten von ehrbaren Dieben? Schwüre voller Lügen und gebrochener Versprechen? Nocturnal schert sich weder um euch noch um den Schlüssel oder um sonst etwas, das mit der Gilde zu tun hat. Das ist persönlich. Also Rache. Habt ihr aus der Zeit, die ihr bei uns wart, nichts gelernt? Und du? Wann werdet ihr eure Augen öffnen und erkennen, wie wenig sich unsere Handlungen unterscheiden? Wir beide lügen, betrügen und stehlen, um unsere Ziele zu erreichen. Offensichtlich werdet ihr den Skelettschlüssel nie so sehen wie ich, als Schlüssel in eine Welt unermesslichen Reichtums. Stattdessen habt ihr euch entschieden, über euren verbohrten Ehrenkodex zu stolpern. Moment mal. Dann sind die Würfel gefallen und meine Klinge wird einmal mehr Nachtigallenblut kosten. Kalia, um euch kümmere ich mich, nachdem ich eure lästigen Gefährten beseitigt habe. Bis dahin solltet ihr vielleicht Brynjolf besser kennenlernen. Was? Was geschieht hier? Ich kann nicht aufhören. Verdammt, sollt ihr sein lassen. Mehr habt ihr nicht. Dagegen an, Brynjolf. Er hat die Kontrolle über euch übernommen. Ich kann nicht. Hey, hey, Moment. Jetzt Feuer. Ich habe Kontrolle des Gleichgewichts.
Der Typ versucht uns zu verarschen. Ach, halt die Klappe. Der bringt sich selber um. Kann sein, dass du gar nicht weißt, wo wir sind. Hoppala. So wollte ich das jetzt gar nicht, dass wir runterfallen. Tja. Bam! $300. Ja, alle. Okay, manche haben zu viel. Ha, wir können zu einem Typ zurück, okay. Oh, wir haben viel zu viel. Shit. Bücher. Moment. Wir müssen irgendeine Sache loswerden. Das behalte ich. Schmeiß ich das Schild weg? Erstmal nicht. Nein. Das brauchen wir also noch. Das Ding brauchen wir nicht. Immer noch zu viel. Das Ding braucht. Ah, es wiegt aber nichts. Linkes Auge, das ist der Stern. Das ist eben eine Mixtur, okay. Eine Schaufel, die brauchen wir schon mal nicht. Wolfspilz weg. Ziegenhorn schmeißt jetzt weg, ist jetzt egal. Wir haben alles. Irgendwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Sie bewegt sich nicht. Wir müssen einen anderen Weg hier hinausfinden, bevor alles unter Wasser steht.
Problem ist hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hier raus soll. Hihi. Ich nicht durch. Hä? Hier soll irgendwo ein Ausgang sein. Na toll, jetzt ertrinken wir. Ist verdammt. Was? Moment. Boah, Alter. Das habe ich. Boah. Das war jetzt echt knapp. Okay. Hui. Das war knapp, okay. Raus hier. Raus hier. Puh. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. 25 Jahre im Exil. Und dann ist es geschafft. Einfach so. Jetzt müssen wir nur noch für die sichere Rückgabe des Skelettschlüssels sorgen. Das wird leider nicht so einfach sein. Als der Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab gestohlen wurde, wurde uns der Zugang zum inneren Heiligtum versagt. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzuerlangen, führt über den Pilgerpfad. Er wurde nicht für die Nachtigallen erschaffen. Er wurde erschaffen, um die zu prüfen, die nocturnal auf andere Art dienen wollten. Deswegen weiß ich nichts darüber, was euch erwartet. Na toll. Brynjolf wird in der Diebesgilde gebraucht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, während ihr fort seid. Und ich... Ich kann nocturnal nach meinem Versagen beim Schutz des Schlüssels einfach nicht gegenübertreten. Ich fürchte, ihr müsst das Ende eurer Reise allein antreten. Na gut. Nehmt dies mit. Ich bin nicht sicher, ob es euch innerhalb der Grabstätte helfen wird, aber ich brauche es sicherlich nicht so sehr wie ihr. Diesen Bogen besitze ich schon fast mein ganzes Leben lang und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, euch bringt er ebenfalls Glück. Toll, aber es wäre zu viel. Danke. Bogen der Nachtigall hinzugefügt. Charakter aktualisiert. Okay. Tritt das Dämmergrab. Ich hoffe, dass Lydia hier jetzt wieder auftaucht. Ist gerade sehr langsam hier, ich weiß. Hast du noch was zu sagen? Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ja. Ein andermal. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Wir müssen eigentlich nur hier raus, dann müsste Lydia wieder da sein. Deswegen werde ich jetzt nichts wegschmeißen noch. Wir gehen jetzt hier raus. Komm schon. Und ich hoffe mal, dass Lydia jetzt einfach wieder da ist. Gott sei Dank. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Bekleidung, ich habe hier doch irgendwo jetzt was für euch heute. Na. Dann wir drei von diesen Rüsten. Okay, dann kriegt ihr jetzt mal das hier. Das Schild wollen wir eh nicht. Wir haben immer noch zu viel. Okay, dann kriegt sie noch eine neue Waffe. Was ich ist habe das denn? Eure Last zu tragen. Neue Waffe. Und zwar kriegt sie noch. Das ist der Bogen der Nachtigall, den werden wir nehmen. Die kriegt mal
den Dolch. Dann passt das auch wieder perfekt. Jawohl. Der macht 18. Der macht 19. Er hat 12% Verbrennung, 15% Frostschaden. Verursacht beim Ziel von Frostschaden. Okay. Das heißt, der geht raus aus dem Favoriten und der kommt rein. So, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter und ich erstmal bis dahin und ciao.